Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KWL vom 11. März bis zum 17. März 2019. Stürmisch war es letzte Woche. Angefangen mit Sturmtief bin nett zum Rosenmontag. Weiter ging es mit Cornelius am Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag und Samstag war Sturmtief Draghi sehr aktiv. Dann kam am Sonntag Orkantief Eberhard. Als erstes traf es im Westen Deutschlands, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Fahrzeuge beschädigt. Die Bahn vermeldete zurzeit immer noch erhebliche Verzögerungen. Im Hochsauerland starb ein Autofahrer wegen des Orkans. Nach Sturmtief Eberhard kam aus nordwestlichen Richtungen luftpolaren Ursprungs nach Mitteleuropa. Zusammen mit kalter Höhenluft schneite es teils stark in Niedersachsen bis nach Polen. Auch in den Mittelgebirgen schneite es gebietsweise. Die Sturmwerte des gestrigen Abends sind hier nochmal gezeigt. Am heutigen Montag stürmt es weiter. Bei 0 bis 9 Grad sind immer wieder Regen und Graupelschauer bzw. Gewitter dabei. Zwischen vereinzelten Trockenphasen, wo die Sonne auch ihre Präsenz zeigt, schneit es örtlich bis in tiefe Lagen. Der Dienstag beherbergt ein weiteres Sturmtief, später noch erklärt. Bei 5 bis 11 Grad wird es freundlicher als am Vortag. Einige Regen- und Schneeregenschauer sind im Norden und Nordosten Deutschlands vorzufinden. Auch am Mittwoch ziehen wieder starke Winde durchs Land. Neben Schnee, Schneeregen und Schneeregenschauern, es sind bei 2 bis 10 Grad auch heitere Abschnitte dabei. Der Trend: stürmisch, bedeckt und eher regnerisch. Erst am Samstag gibt es Lichtblicke auf Wetterbesserung bei 1 bis 17 Grad. Nur ein Blick auf die kommende Sturmlage, wie gerade angekündigt. Am Montag sind ja Sturmtief Draghi und Eberhard nach Osteuropa abgezogen. Wir reden hier vom 11. März 2019. Und nun sind die Sturmböen im Vorschub eines Hochs namens Gabi. Das sieht man hier auf der Karte an der Westküste von Frankreich. Und oben sieht man schon Orkantief Franz. Und das schaut jetzt schon in der Ferne sehr gefährlich aus. Nämlich in der Nacht vom Montag auf Dienstag trifft Franz schon auf die britischen Inseln mit voller Wucht. Dort kann es teils Orkanböen bis 120 Stundenkilometer geben, sehr hohe Wellen. Und das Wasser drückt natürlich auch ins Landesinnere rein. Am Dienstagnachmittag wird es dann auch auf Nordwestdeutschland treffen und dann weiter über den Tag und der Nacht durch ganz Deutschland fegen. Franz begleitet uns durch den kompletten Mittwoch und wird auch am Donnerstag präsent sein, bis es dann vom Sturmtief Eberhard, nee, nicht Eberhard, Gebhard abgelöst wird. Dicht gefolgt auch von Sturmtief Heinz und Igor. Also die Woche ist vollgepackt mit Sturmtiefs, wie auch letzte Woche. Und Heinz und Igor werden am Freitagabend bzw. am Samstagmorgen uns erreichen. Und nach Igor sind vorerst keine Sturmgebiete in Sicht, aber ein starkes Hochdruckgebiet über den Atlantik neben Afrika und Portugal schiebt auch nochmal ein bisschen Sturm am Samstag und Sonntag zu uns nach Mitteleuropa. Aber danach sieht es erstmal ein bisschen besser aus. Da wird es nicht so windig werden. Manche Modelle sagen auch wieder weniger Schauer, also weniger Niederschlag. Aber manche sagen auch wieder, dass es weiterhin regnen soll und auch im Bergland etwas Schnee geben soll bei Werten zwischen 0 und 15 Grad. Ja, ob das auch jetzt wirklich so wird, das sehen wir dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Wetterupdate. Ich sage dir mal Tschüss und Bye-bye, euer Cedric, und kommt gut durch die Woche.